In Berlin treffen wir einen Mann, der eigentlich gar nicht mehr leben sollte. Wladimir Kara-Murza, einer der wichtigsten Gegenspieler von Wladimir Putin. Bis vor kurzem saß er noch in einer russischen Isolationszelle. Bis zu dem Moment, als sein Martyrium abrupt endet. I was asleep. Ich habe geschlafen und wurde plötzlich durch ein lautes Geräusch geweckt. Dann flog die Tür meiner Zelle auf und ein Trupp von Wärtern stürmte herein. In diesem Moment war ich fest davon überzeugt, dass ich jetzt hingerichtet werde. Doch es kommt anders. Die Hinrichtung bleibt aus. Stattdessen wird Kara-Murza Teil des größten Gefangenenaustausches zwischen Ost und West seit Ende der Sowjetunion. 16 Personen kommen aus russischer und weißrussischer Haft frei, darunter einflussreiche Größen der Opposition. Nicht jeder ist mit dem Deal einverstanden. Regimegegner Ilja Jaschin wäre lieber dort geblieben, um zu kämpfen. Ich betrachte das, was mir passiert ist, nicht als Austausch. Ich betrachte diese Angelegenheit als eine Ausweisung, als eine illegale Ausweisung aus Russland, gegen meinen Willen. Auch Kara-Murzas Widerstand ist ungebrochen. Jetzt kämpft er in Freiheit gegen die Unfreiheit in seiner Heimat. Die letzten 2,5 Jahre waren die Hölle für den russischen Oppositionellen. Dass er jemals freikommen würde, hätte er nicht gedacht. Ich war mir sicher, dass ich im sibirischen Gefängnis sterben muss. Verurteilt zu 25 Jahren. Die höchste Strafe für einen politischen Gefangenen seit Stalin-Zeiten. Festgenommen wurde er im April 2022 auf offener Straße mitten in Moskau. Der Anklagevorwurf lautet auf Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee. Hintergrund: Er hatte den Ukraine-Krieg öffentlich kritisiert. Das reicht, um am Ende wegen Hochverrats verurteilt zu werden. Im September letzten Jahres wird er von Moskau nach Omsk in Sibirien verfrachtet. Die Strafkolonien sind hier durchnummeriert. Kara-Murza hat gleich mehrere Einrichtungen von innen gesehen. Seine erste Station ist eine legendäre Haftanstalt aus dem 19. Jahrhundert. Sisso I. Zuletzt sitzt er in der Strafkolonie IK-11 ein. Auch im Gefängnis IK-7 wird Putins Staatsfeind für 4 Monate weggesperrt. Die meiste Zeit verbringt er jedoch in IK-6. Am Ende waren alle Orte gleich furchtbar. Es ist eine kleine Zelle, 2x3 Meter. Da gab es nur ein kleines Fenster mit Metallgittern knapp unter der Decke. Das Bett, auf dem ich geschlafen habe, war an der Wand befestigt. Ich musste es mit dem Weckruf um 5 Uhr morgens hochklappen. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat war da niemand, mit dem man sprechen konnte. Ich konnte nirgendwo hingehen und nichts tun. Es gab nichts, was ich in meiner Zelle bei mir haben konnte. Alle meine persönlichen Gegenstände wurden mir weggenommen. IK-6 ist eine Hochsicherheitskolonie mit mehr als 2000 Plätzen. 90 Minuten am Tag bekommt Kara-Murza Stift und Papier. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt. Ansonsten ist er komplett isoliert. Wenn dir als Mensch jegliche zwischenmenschliche Interaktion entzogen wird, fängt es an, dir wirklich an die Substanz zu gehen. Es ist sehr schwierig, den Verstand nicht zu verlieren, weil die Konzentration stark nachlässt. Man beginnt, Wörter zu vergessen. Man fängt an, Namen zu vergessen. Man fängt an, mit Wänden zu reden, weil man niemanden hat, mit dem man sonst reden kann. Jahrelang versucht der Kreml-Chef, den Willen der Opposition zu brechen. Mit allen Mitteln, die eine lupenreine Diktatur zu bieten hat. Doch Kara-Murza hält dagegen, spielt eine tragende Rolle im Widerstand. Weltweit setzt er sich für Sanktionen gegen die Mitglieder des russischen Machtapparates ein und macht sich damit keine Freunde. Zweimal wird er Opfer von Giftanschlägen, die er nur knapp überlebt. Infolgedessen leidet er bis heute an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit. Ich bin beide Male fast gestorben. Die Ärzte sagten meiner Frau, ich hätte nur eine 5%ige Überlebenschance. Als ich nach Sibirien verlegt wurde, hat mir der Gefängnisarzt in Moskau offen und ehrlich gesagt, dass ich nur noch 1 oder 1,5 Jahre überleben könnte. Stattdessen ist Kara-Murza heute ein freier Mann. An diesem Abend ist er in Berlin auf einer Veranstaltung für Exilrussen geladen. Als Redner und als Überlebender.
Danke, vielen Dank. Sein Thema: die Zeit nach der Ära Putin. Wenn es beginnt, dass das System zusammenbricht, dann ist es zu spät, sich hinzusetzen und zu schauen, wie man sich verhält. Die Fahrpläne und Strategien sollten jetzt schon bereit liegen, um sie direkt umsetzen zu können. Ich bin bereit, viel von meiner Zeit und Kraft dafür zu investieren. Karamursa ist der Mann des Abends. Ein Held für all diejenigen, die die Kreml-Herrschaft ablehnen, und eine Ikone des ungebrochenen Widerstandes. Er ist in Omsk gewesen, in Sibir. Das ist die Hölle am Erde. Ganz echt. Das ist die Hölle am Erde. Er ist ein Mensch, der keine Angst hat, in einer repressiven Diktatur seine Meinung zu sagen. Natürlich respektiere ich ihn deshalb. Und ich kann sagen, dass er meine Ideale verkörpert. Unter den Gästen ist heute auch Ilya Yashin. Auch er ist eine einflussreiche Größe in der russischen Opposition. Auch er kam beim Gefangenenaustausch frei. Davor saß er gut 2 Jahre ununterbrochen in russischer Haft. Seine neu gewonnene Freiheit im Westen betrachtet er trotzdem mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite empfinde ich es als Glück. Auf der anderen Seite ist es eine große psychische Last, so etwas wie ein Schuldgefühl. Ich denke, dass ich wahrscheinlich nicht der offenkundigste Kandidat war. Es gibt Leute, die man eher hätte retten sollen, deren Leben wirklich in Gefahr ist. Doch die sind immer noch hinter Gittern. Zuletzt war Yashin in Savonovo in der Region Smolensk eingesperrt. In der Strafkolonie Nummer 3 darf er seine Familie nur 3-mal im Jahr sehen, nur selten telefonieren. Zeitweise sitzt auch er in Einzelhaft. Das Gefängnissystem in Russland funktioniert so, dass man gebrochen wird. Dein Geist wird gebrochen, du wirst unterdrückt und dir wird deine Menschenwürde genommen. Sie versuchen durch Drill, Unterdrückung, Isolation und durch die Schaffung einer psychisch unerträglichen Atmosphäre das gewünschte Verhalten von dir zu bekommen. Natürlich ist es schwierig, aber ich war besser darauf vorbereitet als viele andere Gefangene, insbesondere politische Gefangene, denn ich wusste, was auf mich zukommt. Seit vielen Jahren kämpft Yashin unermüdlich gegen das Putin-Regime an. Weil er das Massaker in Butscha kritisiert, wird er schließlich zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Trotz der Repressionen wehrt er sich dagegen, Teil des Gefangenenaustausches zu sein. Er will in Russland bleiben, in seiner Einzelzelle. Es ist zwar schwierig, die Leute aus dem Gefängnis politisch zu erreichen, aber aus dem Ausland ist es noch schwieriger. Dass Putin mich aus meinem Land werfen würde, war für mich eine Beleidigung. Doch Yashin, Karamursa und 14 weitere Gefangene werden ausgeflogen. In die Türkei, nach Ankara. Im Gegenzug kommen 8 russische Staatsbürger frei, die in westlichen Ländern inhaftiert waren, und 2 ihrer Kinder. Ein historischer Moment, auch für Wladimir Karamursa. Denn nach Monaten der Isolationshaft meldet sich plötzlich die Außenwelt. Von höchster Stelle. Eine Frau mit einem Handy kam mir entgegen und hat es mir hingehalten. Sie fragte, ob ich Mr. Karamursa sei. Ich sagte ja. Sie meinte, ich bin Diplomatin der amerikanischen Botschaft. Der Präsident wartet auf Sie. Hallo, können Sie mich hören? Hier ist Joe Biden. Hi, Mr. President. Ich fühle mich bestimmt nicht annähernd so gut wie Ihre Familien. Sie stehen hier im Oval Office. Wir sind überwältigt. Sie wurden fälschlicherweise für eine lange Zeit eingesperrt. Wir sind glücklich, dass Sie wieder zu Hause sind. Der Kontakt zur Familie war zuvor stark reglementiert. Jetzt ist der große Moment da. Hallo? Hallo. Papa? Ja, Katjuschka, bist du es? Ja, ja. Hi, Kleines. Hi, Papa. Es ist so schön, von dir zu hören. Wo seid ihr? Wir sind im Oval Office. Während seiner Inhaftierung hatte Karamursa nur einmal kurz mit seiner Frau und 2-mal mit seinen Kindern telefoniert. Doch so groß das Glück auch ist, der Gefangenenaustausch hat einen Haken. Einer der Männer, die nach Russland zurückkehren, ist ein Auftragskiller. Am Flughafen trägt er einen Helm, wahrscheinlich um nicht zur Zielscheibe von Scharfschützen zu werden. Sein Name ist Vadim Krasikov, auch bekannt als der Tiergartenmörder. Unter falscher Identität erschoss er im Berliner Tiergarten einen Georgier, der in Tschetschenien gegen Russland kämpfte.
Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er im Auftrag des russischen Staates gemordet hat. Ein Killer im Tausch für Kreml-Kritiker. Ein hoher Preis für die Bundesregierung. Und ein moralisches Dilemma. Das sieht auch der Mann so, der gar nicht Teil des Deals sein wollte. Ich bin empört, dass Putin mich ausgewiesen und deportiert hat. Aber ich möchte nicht, dass das als Angriff auf die deutsche Regierung und als Undankbarkeit verstanden wird. Der Preis für meine Freiheit war es, einen Mörder zu befreien. Das ist emotional nicht leicht. Ich verstehe die Kritik, die in Deutschland und anderen westlichen Ländern daran geäußert wird. Es ist ein Dilemma. Andererseits geht es darum, bestimmte Menschenleben zu retten. Der verurteilte Mörder bei seiner Ankunft in Russland. Krassikow darf das Flugzeug als erster verlassen, wird von Ex-KGB-Mann Putin am roten Teppich begrüßt. Zwei Verbrecher in inniger Umarmung, ein Bild mit Symbolkraft. Ihnen wird eine staatliche Auszeichnung verliehen. Wir werden bald über Ihre Zukunft sprechen. Ich gratuliere zur Rückkehr. Vielen Dank. Glückwunsch. Doch so sehr sich Putin als Gewinner inszeniert, Karamursa macht weiter. So lange, bis sich die Machtverhältnisse in Russland ändern. Als das Flugzeug abgehoben ist, hat sich der FSB-Offizier, der neben mir saß, zu mir umgedreht und gesagt: Guck aus dem Fenster. Das ist das letzte Mal, dass du deine Heimat siehst. Ich habe ihn nur ausgelacht und gesagt: Ich bin ein Historiker. Ich denke und glaube nicht nur, ich weiß, dass ich nach Russland in meine Heimat zurückkehren werde. Und das wird schneller passieren, als du dir vorstellen kannst. Doch Putin ist für seine Kaltblütigkeit bekannt. Und er hat schon viele seiner Kritiker beseitigen lassen, auch im vermeintlich sicheren Ausland.